unsere Pinguine sind nicht krank, die erfreuen sich bester Gesundheit. Aber nach einer anstrengenden Brut schließt sich die Mauser an. Das heißt, in der Zeit gehen die Pinguine oder können die Pinguine nicht ins Wasser gehen. Sie nehmen genug Fisch auf, fressen sich eine gewisse Reserve an und haben so 14 Tage bis 3 Wochen aus, bis der Federkleidwechsel erfolgt ist und dann geht alles wieder seinen normalen Gang. Ja, so, dann die jungen Pinguine, die wir dann wieder auf die Anlage gesetzt haben, bleiben nicht bei uns im Zoo. Die werden dann an andere Zoos weitervermittelt, sodass wir eben von Wildfängen absehen können und die Zoos aus eigenem Aufkommen mit Humboldt-Pinguinen versorgen können. Und das geht auch anderen Zoos so. Wir haben zum Beispiel auch aus Schweden Pinguine hier. Der bekannteste ist, ich sag mal, unser Chef, der Andreas. Ja, der ist leicht zu erkennen, hat ein bisschen schiefen Schnabel. Und auch die haben sich so ganz gut bei uns hier eingewöhnt und heute fällt er schon gar nicht mehr so sehr ins Gewicht, dass sie von woanders gekommen sind. So, ein ausgewachsener Pinguin kann ein Gewicht von 3,5 bis 4 Kilo erreichen. Das ist vom Geschlecht her unterschiedlich. Aber es ist nicht hundertprozentig gesagt, dass das so sein muss. Dem Pinguin geht es genauso wie uns Menschen. Der eine ist ein bisschen strammer und der andere weniger. Ja, und was soll's? Wichtig ist, dass sie bald gesund sind. Wir haben hier auf der Anlage auch versucht, so ein Kolonieleben nachzubauen.